Tag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Flat Out. So, wie versprochen das letzte Mal oder wie angekündigt, werden wir jetzt erstmal unsere sauber verdiente Kohle in unser Auto wieder stecken. Das ist sowas von nutzlos hier, oder? Ich weiß nicht, was es bringen soll. Es kostet 6000 Dollar und es bringt mir einfach mal nichts. Einfach nichts. Gar fucking nichts. Es bringt alles nichts. Bremsen will ich auch nicht. Ich will nicht mehr bremsen. Genug gebremst im Leben. So, da investieren wir gerne. Und natürlich immer nochmal in die Reifen. Ich habe das Gefühl, es ist einfach irgendwie schon so ein bisschen am Leistungslimit. Gut, das machen wir auch nochmal. Jawohl. Hau rein. Ich habe jetzt mal Lust, ein bisschen einzukaufen. So, ab in die nächsten. In die nächsten Rennen. Geil, alles. Nee, wollte schon sagen, alles erst, aber da oben sehe ich schon irgendwie so eine rote 3. Nee. Okay, es geht hier wieder zu Whitefish Rally. Wollen wir doch mal gucken, ob unsere neue Federung, unsere neuen Reifen uns hier irgendeinen spektakulären Vorteil verschaffen. Der Speed Devil ist unterwegs. Zack. Erstmal ein Zeichen setzen. Der Speed Devil ist da. Das ist immer so geil. Der erste bremst und dann ist der Auffahrunfall programmiert. Sag mal, dieser Leuchtturm, war der schon immer da? Kommt mir gerade nicht so vor. Ich höre überhaupt keinen Brummen hinter mir. So ist das, wenn man nicht anfahren kann. Auf einmal wirkt man die Karre ab. Oh, du Scheiße. Kann ich abkürzen? Hä? Ah, das ist das Fall andersrum, oder? Das ist das andersrum gefahren. Die Strecke, die wir sonst immer gefahren sind. Okay, also durch das Fischerhütchen fahren wir da durch. Okay. Das ist doch jetzt wieder gerade, oder? Das ist wieder richtig rum. Das sind wir doch schon mal gefahren. Ich raff's nicht. Nee, da vorne kommt jetzt das Fischerhütchen. Es ist irgendwie, fahren wir hier eine andere Strecke als sonst. Jetzt sind wir wieder auf der alten. Und dahinter kommt das Ziel, okay. So, da sind wir wieder. Wieder alles regulär, in normalen Bahnen. Stimmt, sonst ging es hier immer noch ein bisschen weiter geradeaus, ne? Die Kurve, die war noch nicht so früh. Und das hier ist neu, das kennen wir noch nicht. Hier ist wieder eine kleine Variation der Strecke angesagt. Finde ich gut. Meine Güte, ey, er schlittert aber auch festgefranst. Ja, komm. Also ganz ehrlich, ich kann kein R drücken und muss eine halbe Stunde zugucken, wie ich da mein Ärschchen in die Luft strecke. Das muss doch nicht sein, Spiel. Mit solchen unfairen Mitteln musst du doch nicht kämpfen. Du kannst mich doch einfach wieder fünfmal überschlagen lassen. Das ist doch wesentlich subtiler, als mit solchen unfairen Mitteln zu kämpfen. Ich finde die Abkürzung ja auch nicht schlecht, der Sprung. Gerade mit unserer neuen Federung. Kann man es aber auch vergessen, wenn da oben zu viel Schrott liegt. Da lag aber auch jetzt viel Schrott rum. So, geh mal weg hier. Geh mal weg. Nein! Geh weg! Pfui! Aus! Okay. Und zack. Meine Güte. Das lödet mich da aber auch raus. So, letzte Runde. Jetzt keine Fisomantänchen machen. Einfach das Ding schön... Ah, das war vollkommen falsch Ach ja, der Tanz auf dem Fass. Der Klassiker. Fuck, ey, die letzte Runde. Immer die letzte Runde. Konzentrieren. Ist halt die Frage, nehmen wir jetzt nochmal diese blöde Abkürzung da oben? Eigentlich ist es nicht sinnvoll. Wir wissen jetzt, dass so viel Schrott da ist, dass wir eh nicht durchkommen. Komm mit, Junge. Oh! Meine Fresse! Wo hat er mich jetzt rausgelassen? Hinter der Abkürzung oder was? Okay. Also kann man sich merken, definitiv nicht so schlecht. Ach komm, wir nehmen sie jetzt mal nicht. Wir bleiben mal an ihm dran und versuchen ihm einfach mit Nos nochmal einen reinzudrücken. Meine Güte! Ich habe das Gefühl, meine Schlappen, die ich hier draufgezogen habe, die sind beschissener als die, die ich vorher hatte. Und das ist ein rein subjektives Gefühl, weil ich Zweiter bin. Komm, jetzt nicht hängen bleiben. Ich komme nicht rum. Okay, er hat fair gewonnen, er hat fair gewonnen. Müssen wir einfach zugeben. Er hat einfach fair das Ding nach Hause gefahren. Ach, scheiße. Immer die letzte Runde, aber 1000 Dollar sind
Auch Kleinfisch macht Vieh, wie man bekanntlich sagt. So, ab in den Wald. Scheiß Schneestrecken hier. Eigentlich finde ich sie geil. Eigentlich finde ich sie echt geil. Ready. Rechts. Links, rechts. Ey, der links, der hat seine Scheibe noch. Boah, es war schon wieder so knapp. Beinahe davor gedödelt. So. Okay, Jungs, wir können wieder aufhören mit dem Spielen. Jede Karre hat jetzt was abgekriegt. Sehr schön. Und zack. So, ey, die Karre hat einfach echt gut Bums. Ich würde auch gerne die Karre noch aufpimpen, aber wenn mir das jetzt einfach keinen leistungstechnischen Vorteil bringt, sehe ich absolut keinen Sinn. 6.000 Dollar da reinzustrecken, das ist doch scheiße. Warum soll ich das tun? 6.000, da können wir fast schon wieder eine neue Karre kaufen. Mehr oder weniger. Okay, da haben wir mal Grip. Da haben wir Grip und kommen wieder rum. Und irgendwie hat die Strecke wieder so begonnen, als würde ich sie kennen. Und jetzt ist sie wieder so, als kenne ich sie nicht. Das ist wieder eine leichte Variation. So. Second Round. Ah, weg damit. Hier in den Kurven, müsst ihr mal gucken, hinter irgendeinem Grasbüschel verstecken sich dann ab und zu mal so größere Steine und das ist echt fies. Jawohl, ja. Richtig schön Offroad mit der Karre. Wurde die dafür gemacht? Natürlich nicht. Deswegen machen wir das. So, das muss man gleich aufpassen. Genau deswegen. Ne, der ist viel zu schnell. Ach komm, da war doch jetzt einfach nix. Da war doch einfach nix. Da war nix. Ach so, das ist einbetoniert da, dieses weiße Teil. Alter, was ist denn hier los? Das zieht mich aber auch rum. Dritter Platz. Alles noch im grünen Bereich. Jetzt locker durchs Höschen atmen und hinterher. Fuck, ey, wieder so leichtsinnig verspielt. Man muss einfach wirklich Geduld haben. Hier ist es halt nicht voll Nost draufdrücken und hinterher fegen, wie in anderen Spielen. Und man hat damit wieder die Chance, Erster zu werden. Hier muss man einfach cool bleiben, das Ding locker runterfahren. Mein Vorderrad ist hinüber, ich spüre es doch. Ja, da zieht es mich nach außen. Oh, fuck. Beinahe wieder überschlagen. Ich hatte es doch irgendwann mal gesagt, oder? Ich weiß nicht, ob es die Originalversion ist von Flat Out, weil es mir so, manche physikalische Sachen, die hier passieren, die werfen einen so aus der Bahn. Es ist die Originalversion. Wir sehen es. Es ist genauso wie damals. Es ist einfach nur jetzt schneller. Und genau das war's. Und jetzt wirft es mich auch immer wieder aus der Bahn. Ja, ein bisschen Nost hebe ich mir auf jeden Fall noch auf. Ich würde so gerne den Zaun umbrettern, aber der ist einfach so eine fette Blockade. Ah, na gut. Ah, ne, wir haben noch eine Runde. Ja, noch eine Runde. Na dann. Auf die letzte Runde, du Lutscher da vorne. Ey, der könnte jetzt aber echt mal einen Fehler machen. Das muss ich jetzt mal sagen. Er könnte einfach mal ganz gerecht sein. Ja, da sehe ich doch hier irgendwelche Reifen rumspringen. Wir kamen auf jeden Fall ein bisschen näher ran. Ob uns das natürlich hier zum Sieg verhilft, ist die Frage. Alter, der zieht einfach davon. Manchmal ist nicht so gut, die Kurve zu eng zu nehmen. Okay, letzte bisschen Nost verpulvert. Ich komme hier kaum hoch. Irgendwas brennt mir da vorne gerade weg. Na, oh, es brennt schon wieder. Junge, ey, der legt hier wirklich eine super Rundenzeit hin, der da vorne. Es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt. Er ist einfach wirklich der bessere Fahrer gewesen. Aber ich würde ihm trotzdem gönnen, dass er jetzt nochmal einen richtig schönen Unfall baut. Richtig schön irgendwo hier rein döbelt. Ah nein, den Gefallen tut er uns nicht. Na gut, zweiter Platz. Man kann und wird nicht immer gewinnen im Leben. Das muss man einfach sich eingestehen.
Das muss man wissen. Ach, meine Güte. Das Mikro ist aber heute immer im Weg. So. Wir kriegen aber irgendwie ein bisschen mehr Geld, habe ich das Gefühl. Die Frage ist natürlich, was ich, wenn ich jetzt jegliche Leistungsupgrades reinhaue, ob ich dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr Leistung kriege. Aber selbst ein bisschen, das hätte nichts gebracht. Der war einfach besser. Bist ein Guter. Er war besser. Wir geben es einfach zu, er war besser. So, nicht lang. Schnacke, Kopf in den Nacken. Nächstes Rennen. Rechts, links, rechts. Bin da. Jawohl. Macht mal Platz da vorne. Den hab ich reserviert. Yes. Was für ein Start, ey. Was ist denn da hinten passiert? Da fliegt ja alles. Alles durch die Gegend. Ach du meine Fresse. Ach komm. Ja, natürlich. Nur einer fällt raus. Hinter mir geht die Welt unter und die... Da fliegt ein bisschen Blech rum und bei mir... Ist natürlich die Frage, ob ich mit diesen komischen Upgrades für die Karre hier auch beeinflussen kann, dass ich nicht so schnell rausfalle. Aber ich glaub's nicht. Da bräuchte ich ja das Upgrade des Gurtes und das gibt's hier leider nicht. Das wäre zu teuer, hier einen Gurt irgendwie noch zu implementieren, diese Karre. Hallo? So, das war schon wieder die erste Runde. Diesmal fahren wir das ganze Ding anscheinend falsch rum. Das ist doch die Strecke, die wir eben gefahren sind. Oh Gott, da hatten wir ja beinahe Glück bei der letzten Runde, oder? Dass wir uns da gekonnt an dem anderen noch ein bisschen abgestützt haben. Sehr schön, aber wir führen hier die Reihe gut an. Und immer wenn ich das denke, passiert irgendwas ganz Unvorhersehbares. Natürlich aufgrund dessen, dass ich wieder irgendeinen Blödsinn mache. Irgendwie immer gerade denke, ach, diesmal trifft dich nicht. Diesmal fahre ich einfach geradewegs auf diesen Felsen zu. Alter, ich bin einfach nur aufgekommen. Das war der Funke zu viel, der übergesprungen ist. Die Fehlzündung, die den Motor entzündet. So, also jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Der Löschzug, den können Sie gleich erstmal aktivieren. Oh oh. Okay, war gar nicht so schlecht. Das kann eben auch mal ins Höschen gehen. So schräg hier auf so einen Hügel drauf zu fahren. Haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass wir uns dann immer mal wieder überschlagen. Meine Güte! Dieses Scheißding hier, es ist aus Holz, ich will es umfahren. Das nächste Mal nehme ich einfach eine Axt mit. Axt-Upgrade. Oi. Bisschen Holz, machen wir noch ein kleines Lagerfeuer. Okay, das Lied ist nicht schlecht, das gebe ich ja zu. Aber nach dem dritten Mal ist es irgendwie nervig. So, das Ding fahren wir nach Hause, ganz schön. So, vorletzte Runde, ab in die letzte. Und wir haben noch ein bisschen Noss. Und da in der letzten Runde, tendenziell, laut Statistik des Landesamtes für Statistiken, ist erwiesen worden, dass in der letzten Runde 60% der unvorhersehbaren Unfälle passieren. So, wo ist das? Da ist das Ding. Langsam, langsam, langsam. Jawohl, geht doch. Geht doch, wenn man sich mal konzentriert. Oh, da links, habt ihr das gesehen? Da steht irgendwer am Wegesrand und brennt. Also, jetzt wissen wir es, die Karren können geschrottet werden. Irgendwann ist die Karre hinüber und wir scheiden anscheinend aus. Deswegen braucht man auch dieses Car-Kit. Dass man sich stabiler macht, das ergibt dann alles Sinn. Ah, jetzt fahre ich wieder scheiße. Ich merk's doch. Ey, dafür, dass ich so wenig Sachen hier anrempel, schlottern meine Räder schon wieder extrem.
Aber das kann uns keiner mehr nehmen. Das kann uns und will uns auch keiner mehr nehmen. Tschüss. Press Reset? Nö. Nö. Wir entfachen jetzt einen Waldbrand. Sehr schön. Erster Platz. Ach. So. Wollen wir nochmal tunen? Ach nee, ich hab keinen Bock auf tunen. Whitefish Lake. Was war das hier? Das ist neu. Das ist irgendwas Neues. Das war eigentlich ganz geil hier. Ach komm, wir machen links das. Wir bleiben in der uns vorgegebenen Reihenfolge. Jawohl, schubst mich mal an, ich komme nicht vorwärts. Speed Devil gegen Speed Devil. Ja, da sind wir cool geblieben. Wir haben halt einfach die Sekunde länger aufs Gas getreten. Sehr schön. So, hier ist eine Kurve, das sehe ich doch sofort. Meine Fresse. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Ich erkenne die Strecke wieder und wir fahren sie gerade andersrum. Es fährt sich dann aber einfach komplett anders. Finde ich geil. Finde ich nicht geil, was hier passiert. Okay, zweiter Platz. Die Hütte. Mein Freund, die Hütte. Mein Freund, die Hütte vor allem deswegen, weil wir viel NOS kriegen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die computerischen Gegner hier nicht auch diese Abkürzung nutzen. Sondern, was macht er da? Komm wieder in die Bahn. Du wirst dich jetzt drehen. Du musst. Sehr schön, einfach geil, weil er es verdient hat. Ich weiß nicht warum, aber er hat es verdient. Und ich habe es endlich hingekriegt, mal einen zu drehen. Das geht übrigens bei den anderen Flatout-Teilen wesentlich einfacher. Aber da kann man auch wesentlich einfacher dann aufholen, also. Wäre schon fies, wenn man die so einfach loswerden würde. Ah, es ist so krass, wie man in diesem Teil, im allerersten Teil noch mit dem Gas spielen muss. Einfach, man muss so oft auch anbremsen. Das ist bei kaum anderen Rennspielen so. Zumindest bei jetzt nicht so simulationslastigen. Need for Speed oder so, du drückst Gas, kannst eigentlich komplett durchbraten. Oder auch bei Flatout 2 meinetwegen. Aber bei dem muss man einfach wirklich das antippen. Das ist einfach ein geiler Mix aus Arcade Racer und einer schönen Simulation. Sehr simulationslastig das Fahrverhalten. Das finde ich gut. Nicht, dass ich davon Ahnung hätte, aber fühlt sich so an. Also, mich würden sie überzeugen mit dieser Scheiße. Nee, da hoch will ich nicht. Da hoch will ich nicht. Das geht in die Hose. Oh, wir sind aber sehr weit vorne. Ein einzelner Recke da hinter uns möchte uns ab und zu nochmal aufs Nüsschen gehen. Ah, das ist. Jawohl. Richtig schön die Federung nochmal durchgedrückt. So, letzte Runde. Ein Hauch von NOS haben wir noch. Letzte Runde, ey komm, jetzt müssen wir irgendwann müssen wir den Fluch auch mal durchbrechen. Und nicht immer in der letzten Runde Scheiße fahren. So, sehr schön. Alles gehört alles zum Plan. Gehört alles zum Plan. Wir wollen hier einfach ein paar Gegenstände auf die Strecke fegen, damit die Gegner da reinbümpeln. So, die Kisten nehmen wir auch noch mit. Heute machen wir eine auf DHL, Mann. Kann man hier vielleicht rechts noch abkürzen? Ich weiß es nicht. Ich probiere es auch nicht aus. Sehr schön abgebremst. Die Tür nochmal aufgemacht. Frische Luft reingelassen. Das gehört alles dazu. Und hier rechts ist sehr viel eingebrochen. Und ich habe gerade was gesehen. Da ist einer ganz dicht uns auf dem Fersen. So, hier frühzeitig bremsen. So. Und jetzt letzte bisschen NOS. Der kriegt uns nicht. Nö. Zack. Fuck you, erster Platz. Darfst du mir nochmal reinfahren? Jawohl, vielen Dank, Kollege. Mein 70. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Tuning. Ich will jetzt noch was machen. Ich will irgendwas Billiges. Irgendwas. Oh, hier. Es bringt was. Warum bringt es jetzt auf einmal was? Ich raff's nicht. Warum? Na gut, es bringt was. Manchmal hinterfragen wir die Sachen sich. Es bringt was. Hau es rein. Hau es rein. Bring jetzt die anderen Sachen auch noch was? Nee. 300. Wir haben einfach. Hä, wieso 300?
Ach komm, ein bisschen was müssen wir auch noch investieren. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, hier so eine alte CD oder so. Klar, leg rin das Ding. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich vertraue euch. Das Ding, das braucht man. Keine Ahnung, wozu brauche ich einen neuen verrosteten Auspuff? Ich habe doch schon einen alten verrosteten Auspuff. Reicht doch eigentlich vollkommen. Reifen haben wir komplett. Neuer Körperbau brauchen wir auch nicht. Ich denke, jetzt sind wir gut ausgestattet, um eventuell das nächste Mal schon die Silber-Etappe abzuschließen, die silberne Medaille zu bekommen und uns für den Gold Cup zu qualifizieren. Wir werden es sehen. Bis nächste Mal.